Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Eigentlich hatte ich ein anderes Video vor, aber wir waren gerade live. Checkt den Livestream ab, wenn ihr wollt. YouTube hat da eine neue Funktion, wo man dann auch sogar den Live-Chat sehen kann, wenn man das Video jetzt anschaut. Moment, klick mal drauf. Dann seht ihr das, glaube ich. Werbung immer schön schauen, nicht überspringen. Ich überspringe es mal. Okay, hier noch nicht, weil das noch nicht verarbeitet wurde. Jetzt ist es halt voll der Fehl, weil ich das nicht zeigen konnte. Aber wenn das fertig verarbeitet ist, dann seht ihr da rechts auch noch den Live-Chat, was die damals im Stream geschrieben haben. Auf jeden Fall, live im Stream wurde was geleakt, und zwar der nächste C-Day. Kurzes und knappes Video über den nächsten C-Day, weil es schon spät geworden durch den Livestream. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Und zwar nächster C-Day, 19. Mai, ist kein Sonntag mehr, sondern wieder ein Samstag. Und das nächste Pokémon, Glumanda. Wer hat es erwartet? Nach Bisasam, dann kam Voltilam, sehr überraschend, aus dem Nichts Gen 2. Und jetzt dann wieder Glumanda. Jetzt kann man sicher sein, dass irgendwann auch noch Shigi kommt. Wahrscheinlich irgendwas dazwischen und dann wieder Shigi. Glumanda, Shiny Glurak, sieht ziemlich krass aus. Schwarz, der hat echt Style, muss ich sagen. Und man munkelt bereits über die Attacke. Könnte sogar eine sehr gute Attacke werden. Aber mehr dazu dann, wenn wir mehr dazu wissen. Okay, das klang echt blöd. Mehr dazu, wenn wir mehr wissen. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das war es eigentlich auch schon. Sehr kurze, knappe Ankündigung. Nächster C-Day, 19. Mai, Glumanda. Bonus noch nicht bekannt und die Attacke noch nicht bekannt. Wird demnächst wahrscheinlich die kommenden Tage bekannt gegeben werden. Ansonsten, schreibt unten in die Kommentare, wie ihr Glumanda findet als nächstes C-Day-Pokémon. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter, checkt den Shop ab und vielleicht lade ich noch das Video hoch, das ursprünglich geplant ist, irgendwann später, nachdem ich nach Hause komme von der Arbeit, falls ich es noch schaffe, falls nicht, vielleicht machen wir einen Livestream wieder, schaut's vorbei, aber das war's von mir, vergesst nicht, Pokémon ist das Business.